Guck mal, wie die hier so, wenn die da vorne ankommen, guck mal da vorne, wie die so Sprünge machen, finde ich stark. Nee. Einfach ist es bestimmt nicht. Nee. Ich denke mal, also, da kommt eine Menge Übung dazu. Also ich kann ja sagen, ich habe das auf der Messe schon mal probiert, wo wir schon mal in Halle auf der Messe waren und das war echt gar nicht einfach. Mhm. Oh, Unfall. Oh, oh. Jetzt hat sie Kraft. Na, das ist natürlich der Streckenhelfer da sofort und kippt das Gerät wieder auf die richtige Position. Das Gute natürlich hierbei ist, es gibt keine Verletzten bei einem Unfall. Ja. Ja? Muss man mal sagen. Die jumpen hier ganz schön rum, geht mächtig ab. Wie gesagt, ich könnte es glaube ich nicht. Eine Weile Übung, eine Weile Training gehört auf jeden Fall dazu. Hier sieht man natürlich auch rundherum noch ganz viele Leute sitzen. Das sind natürlich alle Betreiber von solchen Fahrzeugen. Ja, wir bleiben noch eine Weile hier, gucken uns das nochmal an und dann sehen wir mal. Vielleicht treffen wir noch den einen oder anderen, den wir zu den ganzen Geschichten hier befragen können. Wir sind gespannt, seid ihr auch gespannt. Skimmer ist auch nochmal gespannt. Gespannt. Cool. Jetzt sind wir natürlich hier bei unserem Freund Heiko. Der ist hier der Racer. Der macht hier buggy-technisch alles klar, finden wir. Skimmer, wie findest du Buggys? Buggys finde ich stark. So, und damals, wir gerade beim Heiko sind, wollen wir natürlich die Gelegenheit nutzen, um für euch auch mal ein paar interessante Fakten zum Thema Buggys rauszukriegen. Heiko, so ein Buggy, mit was wird er denn betrieben? Mit Nitromethan. Ja, es sind insgesamt 240 Fahrer in drei Klassen. Und das dauert natürlich, ehe man da wieder drankommt. Also in der Regel fahren wir vier Vorläufe, a 5 Minuten. Und dann wartet man natürlich, bis der nächste Lauf dann wieder stattfindet. Und das ist jetzt dein Fahrzeug? Das ist mein Fahrzeug. Gibt es da jetzt irgendwelche Besonderheiten oder ist das so Standard-Variante? Naja, das ist schon ein Wettbewerbsmodell. Es gibt ja verschiedene Hersteller. Das ist ein Hotbody, vertrieben von der Firma LRP, mit einem ordentlichen Motor drauf, der fast 40.000 Umdrehungen pro Minute hat. Ja, viel zu sagen gibt es da nicht. Da ist ein Akku drin, da ist eine Fernsteuerung dazu. Ich habe gehört, dass die Bedienung von so einem Fahrzeug sehr fein ist. Das heißt, das kann nicht jeder so auf Anhieb. Ja, wenn man auf einer Wettbewerbsstrecke fährt, ist ja die Strecke vorgegeben. Das heißt, man kann nicht einfach querbeet fahren, wie man möchte. Man muss sich schon an den Kurs halten, der vorgegeben ist. Und das ist für Anfänger sehr schwer, aber wenn man mit ein bisschen Talent, bekommt man das eigentlich in den ersten Wochen eigentlich hin. Also das gehört für dich, ist das nichts? Meinst du? Nee. Ich hätte mal eine andere Frage. Mit was muss man denn rechnen, so verkosten, wenn man jetzt damit anfängt? So die Anfangseinsteigermodelle? Also man kann Spielzeug kaufen. Damit kann man auch fahren. Die kosten so 200-300 €. Dann kann man Wettbewerbsmodelle kaufen. Da kostet der Baukasten 600 €. Da ist aber noch keine Elektronik dabei. Das heißt nochmal 400 € für den Motor, mindestens 300 € für die Fernbedienung. Zwei Servos sind da drin, einmal damit man lenken kann, einmal damit man Gas und bremsen kann. Da kostet das Stück auch über 100 €. Dann brauchen wir noch eine Startbox und eine Glüher, damit man das Auto überhaupt anlassen kann. So, und da ist man, sagen wir mal, bei Rennsteil von etwa 1.800 bis 2.000 € und dann kann man fahren. Findest du das teuer? Also es scheint ziemlich kostenintensiv zu sein. Ich denke mal, der Verschleißteile sind ja auch ordentlich dabei, oder? Na, man hat die Differentiale, man hat die Öle und man hat natürlich auch hin und wieder mal einen Unfall, wo was kaputt gehen könnte. Aber das hält sich eigentlich alles im Rahmen des Bezahlbaren. Ja. Hast du vielleicht noch irgendwas so am Club zu sagen, was wissenswert ist, was die Leute vielleicht interessieren könnte? Ja, also wir sind in Halle ja, in der Nähe von der alten Altsporthalle. Unser Verein, Modellsportclub Halle Saale e.V. Also wer uns da mal sehen möchte, kann gerne vorbeikommen. Wir treffen uns jeden Mittwoch und Sonnabend bei schönem Wetter und dann könnt ihr da mal zugucken, wie wir fahren. Ich war natürlich schon selber da, ich habe mir das natürlich schon mal angeguckt und kann euch sagen, das ist wirklich interessant. Man glaubt das nicht, aber das ist wirklich Wahnsinn zu sehen, wie die Autos da so, ich sag mal, heizen und springen. Das ist schon stark, das kann man sich schon mal angucken. Wir sind jetzt aktuell noch hier, bleiben noch eine Weile hier, gucken uns natürlich nachher auch noch so ein Rennen an, ist ganz klar. Wir bedanken uns ganz recht herzlich bei Heiko. Ja, macht's gut, Leute. Viel Spaß noch. Und vielleicht sehen wir uns in Halle mal. Hm? Freunde, bis dahin. Guck mal hier. Ich weiß nicht, ob man mich hier hören kann. Das ist natürlich ganz schön laut hier, weil hier sind die Motoren nur permanent am Laufen. Guck mal, hinter mir ist jetzt hier die Strecke. Hier fahren die ganzen Buggys ihre Rennen, springen, heben ab, kommen wieder runter, kippen vielleicht auch mal um. Das weiß man natürlich nicht. Auf jeden Fall bleiben wir noch hier, gucken uns das natürlich für euch mal an. Es ist ganz schön laut, es riecht ganz schön, ich würde nicht sagen ekelhaft, aber es riecht komisch, merkwürdig. Und hier wird natürlich jetzt gefahren, hier wird gesprungen alles. Ich hoffe, das kann man sehen.
ihr seid dabei, guckt einfach mal zu, vielleicht interessiert euch das. Und wenn euch das interessiert, hat euch der Heiko natürlich genau gesagt, worauf es hier ankommt und wo man hinkommen kann, um zu sehen, was da so möglich ist. Also Freunde, guckt euch das an. Wir waren hier, wir haben es gesehen, es riecht, es ist geil, stark, ne?